Das ist ein Glück, dass ihr endlich kommt, Zacher. Das ist doch nicht 12. Dass ich in meinem hohen Alter noch so eine Frau erwischt habe. Ja? Hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Jetzt haben wir auch noch Kinderkrankheiten im Haus. Aber er musste ja unbedingt heiraten. Nicht kratzen, Markus. Bloß nicht kratzen. Aber das halte ich nicht aus. Ja, da muss man sich irgendwie zusammennehmen. Habe ich damals auch getan. Und du erinnerst dich wirklich ganz genau, dass du als Kind die Windpocken gehabt hast. Nicht kratzen! Ja, aber wenn das so juckt, ich halte das nicht aus. Dann musst du dich halt ein bisschen zusammennehmen. Das habe ich ja auch getan. Eine reizende Familie habe ich da geheiratet. Kaffee mit mir? Nee, danke. Was schreibt er denn? Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe ihn noch nicht geöffnet. Er ist sicher sauer, dass ich ihn nicht zur Hochzeit eingeladen habe. Ja, so behandelt man seinen Erbonkel auch nicht. Ja, ich habe einfach vergessen. Die ersten beiden Hochzeiten ist er hier gewesen. Jetzt habe ich ihm nur eine Anzeige geschickt. Hinterher. Was machst du denn da? Ja, ich wollte das schon mal zur Tür bringen. Du gehst nachher schneller. Ich helfe dir doch. Weißt du, dass die Kinder heute Morgen gar nichts gegessen haben? Das ist die Aufregung. Die freuen sich doch so. Na, ich freue mich auch. Ja, weil du so eine Weile los bist. Nein, weil dein Verflossener die drei jetzt endlich 4 Wochen nach Italien mitnimmt. Oh, sag mal, was hat Tanja denn in diesem Koffer? Was? Stimmt, Bücher. Seit sie nicht mehr reiten darf, liest sie andauernd. Man kann dir nicht was Leichteres lesen? Ich möchte bloß mal wissen, warum Bernie noch mal angerufen hat. Stand doch alles fest. Dann fragt er plötzlich, ob es dabei bleibt, dass die Kinder mitfahren. Ja, wollen Sie sich sicher vergewissern? Nee, es hat einen anderen Grund. Ich kenne ihn doch. Du bist ganz traurig. Ob die schon was merken? Ja, natürlich. Die haben die Koffer gesehen. Was meinst du, wie die sich freut, wenn du wieder zurück bist? Bommel fehlt auch was. Sie hat heute nur einen Halsen und sie wird gegessen. Jedenfalls mehr als du. Wo bleibt denn Papi? Ein Glück, dass Tanja ihr Tier im Stall hat. Und jetzt mit dem Pferd über die Treppe gehen wir hinter die Baufirma wieder hier. Hi, Fans. Mutti, hast du etwas zum Trinken eingepackt? Oh, gut, dass du mich daran erinnerst. Wir sind noch im Eischrank. Bommel, nimm dich zusammen. Ich komme doch bald wieder. Kannst du mir mal aus Italien anrufen? Schalte dann den Hörer ans Ohr. Darf ich dann auch mal mit Lulu sprechen? Ja. Ja, und was mache ich mit Mirko? Im Stall ist kein Telefon. Du kannst dem Pferd ja mal schreiben. So, eiskalt. Aber nicht alles auf einmal trinken, sonst muss der Papi so oft halten. Hier ist noch eine. Ach, was ich euch beneide. Ihr fahrt in die Toskana. Kennt ihr die Gegend? So, ja, hübsch da? Ist da Action? Was Action? Ja, vielleicht ist da auch Action. Hey, schau mal, Tasche mit dem Papi kommt mir sicher gleich weg. Seit gestern, ich muss euch doch was bieten. In so. Ja. Also ich jetzt vorne. Nein, alle hinten rein. Der Beifahrersitz ist der gefährlichste Platz im Auto. Los, her. So, alle einsteigen. Die kommt hinten rein in den Kofferraum. Da kann sie. Sag mal, hatten wir immer so viele Kinder? Du hättest sie früher mal zählen sollen. Tag, Bernie. Grüß dich. Tag. Geben Sie her. Herr Schmidt, ich nehme den ab. Nötig. Sehen wir so zerbrechlich aus. Ja. Das ist also Frau Schumanns ehemaliger, ein gut aussehender Mann. Ich finde, sie hat sich verbessert. So viel Gepäck. Ja, für 3 Wochen. Brauchst du nicht so oft zu waschen. Ja, das ist wahr. Jetzt um mir rein. Der muss ja auch noch. Muss ja auch noch zugehen, den Deckel, meine ich. Also, dann. Und bring sie mir gesund zurück, du. Das habe ich eigentlich vor. So, habt ihr euch schon verabschiedet? Ja, ich bin schon längst. Mach's gut, Werner. Und wenn jemand anruft, alles aufschreiben, ja? Vergiss nicht, Bommel muss ab und zu ein Stück abladen. Ja, ja. Du musst Mirko von mir. Du gehst auf die Tafel, steig dir seine Hunger rüber, ja? So, und jetzt Fenster zu. Ihr wisst, ich vertrage keinen Zug. Und nicht vergessen, Werner, jeden Tag, ja? Sonst haben Sie ja gut zu tun. Oh, mach das einmal in der Woche. Hoffentlich bekommen Sie da keinen Ärger, wenn sich das rumspricht. Das Pferd ist verschwiegen. Und streitet euch nicht.
Meine Kinder streiten sich nicht. Unsere schon. Bitte, Bernie, ruf gleich an. Weil ich da bin. Und zieh dich vor auf der Autobahn. Du weißt doch, wie ich fahre. Eben. Sie Ärmster, was Sie jetzt durchmachen müssen. Es ist auszuhalten. Gute Fahrt, Herr Graf. Danke. Passen Sie gut auf Sie auf. Und auf sich auch. Damit Sie Ihnen hinterher nicht auch leid tun. Papi, kann ich nicht doch nach vorn? Bitte. Nein, zu gefährlich. Außerdem holen wir noch jemanden ab. Tschüss, tschüss, tschüss. Ah, nur ist Ruhe im Haus. Ja, jetzt kann ich endlich ungestört arbeiten. Ich bringe Ihnen gleich noch eine Tasse Kaffee. Will bloß erst noch den Tisch abrollen. Er hatte so einen Glitzer in den Augen. Ja? Ja, das kenne ich. Dann hat er wieder eine neue. Nee, Frau Rabe, noch nicht abräumen. Ach, ich habe jetzt einen Hunger. Was jetzt? Wurde die Aufregung vorbei? Ja. Ist das eigentlich das erste Mal, dass die Kinder alleine verreisen? Meine, ohne Sie? Das erste Mal. Hm? Ja. Ja, da haben Sie gleich mal einen Vorgeschmack. Bald sind Sie ganz aus dem Haus. Ich weiß, wie das ist. Tagelang habe ich jede Nacht geweint. Sie findet immer so trostreiche Worte. Die verdirbt mir nicht mehr den Appetit. Ich esse jetzt noch ein Brötchen oder zwei in aller Ruhe. Ich habe jetzt Ferien. Und du? Hm? Sag mal, muss dir heute noch viel einfallen? Hm. Was hast du vor? Och, ich werde mich in den Garten legen und sonnen. Im Bikini, direkt vor deinem Studiofenster. Vielleicht bringt dich das auf eine Idee. Bestimmt. Aber damit kann ich nichts verdienen. Also jedenfalls habe ich es noch nicht versucht. Heute Nacht bist du wieder erst nach eins ins Bett gekommen. Ja, das war der letzte Entwurf für den Teppichschaum. Jetzt bin ich ja fertig. Und morgen wird Doris die Reinzeichnung machen und dann geht's in Urlaub. Und du? Weißt du eigentlich, dass wir immer noch in den Flitterwochen sind? Mhm. Wenn es nach mir ginge, würden wir da auch nie rauskommen. Aber du hast mich ja zum Vater von drei Kindern gemacht. Da muss man was tun. Liebling, ja. Die müssten doch längst da sein. Ja, vielleicht sind sie in den Stau gekommen. Oder hat es an der Grenze länger gedauert? Ist kein Grund zur Besorgnis. Aber du kannst auch nicht schlafen. Na, wie soll ich denn? Ja, 11:30. Wenn Bernie nicht rast, können die noch gar nicht da sein. Bernie rast aber. Na also. Da ist was passiert. Soll ich am Klingeln? Bitte geh du ran. Schumann. Ah, guten Abend, Herr Graf. Na, sind Sie gut angekommen? Wie geht's den Kindern? Alles in Ordnung? Ah, ja, essen gerade Spaghetti. Warst du spät noch? Haben im Auto geschlafen. Ach so. Na schön, dann wünsche ich Ihnen gute Erholung und grüßen Sie... Die Telefonnummer. Die Telefonnummer. Die, was? Nein, die Telefonnummer. Ja, Moment, ich schreibe. Wo ist denn Papier, Papier, schnell. Warte. Ist Augenblick, bitte. Ja. Hab schon, lass mich mal. Ja, ja. Ja, ich schreibe 5. Ach, schreib nicht. Schreib nicht. Moment. 5, 5, 1. 1? Ja. Ja. Die Vorwahl? Vorwahl 0039. Ja. Ja. 1. Und? 2, 5. Ja. Hast du? Ja, hab ich. 2, 5. Ja, und die Adresse? Das ist zu kompliziert. Ja. Moment. Moment. Wie? Gio? Ah, hinten. Hinten Gio. Ist auch nicht neu. So, und Casa. Casa. Wie viel? Casa Berta. Casa Berta ist alles? Gut. Schön, also dann nochmal schöne Grüße an die Kinder, ja, und gute, tschüss, Erholung. Tschüss. Er legt dich ja aus, er liegt neben mir. So, er wünscht nur viel Vergnügen. Das sieht ihm ähnlich. Jetzt können wir beruhigt schlafen. Mm. Mach dir keine Sorgen, Kinder sind wohlauf. Ich bin müde. Du hast ja auch den ganzen Tag gearbeitet. Ist dir viel eingefallen? Hm. Nein? Nichts. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts? Oh je. Aber nun war es wirklich ruhig im Haus. Kinder sind weg. Ja, das ist es ja eben. Diese Stille, die macht einen ganz nervös. Niemand will, dass ich mit ihm Schulaufgaben mache. Keiner spielt draußen Fußball. Ich habe nie geahnt, dass einen Störungen so fehlen können. Dann werde ich die Kinder morgen vertreten und dich den ganzen Tag stören. Nein, nein, da habe ich eine bessere Idee. Wir fahren weg. Wir? Ja, was hältst du davon? Ja, kommt ein bisschen überraschend. Wieso? Ich bin ja doch die Hochzeitsreise schuldig. Ja, ach, mit dir in einer Gondel auf dem Canale Grande. Na, Venedig, das fällt ins Wasser. Das können wir uns heuer nicht leisten. Wien könnte ich dir zeigen. Auch schön. Ja, es kostet uns keinen Schilling. Der Onkel Rudolf hat doch heute geschrieben, der lädt uns ein. Und dann ist er also gar nicht beleidigt. Nein, nur wenn wir nicht bald kommen. Komme schon! Nur die Tasche! Ja, das ist alles.
Die Zoohandlung, der Bommel ist mal so, und er hat gerade mit den Leuten telefoniert. Wird das auch gut haben? Bestimmt. Da hat er schon die letzten Sommerferien verbracht. Ach, das ist ja unser Porsche. Tatsächlich, wo hast du den hier? Vom Autohändler. Er stand so da und guckte mich vorwurfsvoll an. Und dann dachte ich, leihen dir für die Reise. So viel gemütlicher als mit einem großen Kombi, wenn man zu zweit fährt. Ja, viel gemütlicher. Da hat der Schumann aber wirklich recht. Wenn ihr meint, kannst du mal halten. Ja. Danke. So, Frau Rabe, in spätestens einer Woche sind wir wieder zurück. Erholen Sie sich mal gut. Oh, dazu habe ich keine Zeit. Da habe ich mir zu viel vorgenommen. Die Gardinen müssen abgenommen werden und die Türen muss ich abseifen und so weiter. Nichts extra geben dem Hund. Lolo ist dick genug. Herr Schumann, ich doch nicht. Also, dann. Gute Reise, ja? Danke. Schöne Fahrt. Tschüss. Tschüss. Sag mal, Liebling, der hatte doch den Porsche nicht umsonst geliehen. Heute Morgen kam ein Scheck von Heinzelmann. Letzte Rate. Und schon wirst du leichtsinnig. Ja, ich dachte mir, mit diesem Auto haben wir uns zum ersten Mal einen Kuss gegeben. Das war der zweite. Mit dem ersten hast du mich vor unserer Haustür überrumpelt. Den rechne ich nicht. Das ist damals dein Nachbar gestört. Aber ich bin ein Romantiker und ich dachte, auf dieser Reise soll alles so werden wie in Wahrheit. Alles? Na, dann mal los. Schon zu spät sein. Ja. Tanja? Ja, und ist wirklich alles in Ordnung? Hm? Und die beiden anderen? Ja. Ist ja auch immer gut. Und geht nicht so spät ins Bett. Ach, jetzt wird schon wieder alles zurück. Verdammt nochmal. Hast du noch ein bisschen Kleingeld? Nein, leider nicht. Du, da muss ich jetzt Schluss machen. Tut mir leid. Ja, ja, ist gleich zu Ende. Tschüss. Ich weiß nicht. Ihre Stimme klang nicht so fröhlich wie sonst. Willst du doch bloß. Nein, irgendwas bedrückt sie. Das habe ich im Gefühl. Aber die sagt ja nie was. Ich bin wirklich ein bisschen unruhig. Ja, bitte, Angie. Kannst du nicht wenigstens für ein paar Stunden die Kinder vergessen? Wann warst du das letzte Mal hier? Vor 10 Jahren. Mhm. Man kommt viel zu selten her. Klingelst du schon mal? Ja. Aber. Guten Tag. Der Bubi ist da. Herr Sektionschef, der Bubi ist schon da. Meinst du dich etwa damit? Für Josefa werde ich immer der Bubi bleiben. Auch wenn ich schon mit dem Kopf wackel. Das ist er. Alt geworden. Graue Haare hat er schon dazu. Ganz graue Haare. Ja, wir werden alle nicht jünger. Ja, aber manche Menschen können nicht alt werden. Solange man es vermeiden kann, kommst doch rein, Kinder. Die Tür ist ja offen. Und Rudolf, das ist meine Frau. Das habe ich mir eigentlich gedacht. So schnell nach einer Hochzeit ist er noch nie mit einer anderen Frau dahergekommen. Obwohl ich mir das bei seinen ersten beiden Ehen sehr gewünscht hätte. Herzlich willkommen, Angie. Ich darf doch Angie sagen. Aber natürlich. Du, das nehme ich dir übel. Was denn? Ja, dass du mich zu dieser Hochzeit nicht eingeladen hast. Die Braut hätte ich gern geküsst. Na, das kann man ja nachholen. Ja. Ich war noch nie dafür, dass man etwas aufschiebt.
Ja, 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 ja. Die Josefa gönnt mir aber wirklich rein gar nichts. Ach ja, Angie, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich Josefa, die mit ihrer guten Küche dafür gesorgt hat, dass ich groß und stark geworden bin. Guten Tag, freut mich sehr. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie scheinen aber auch gut zu kochen. Schlecht schaut er nicht aus, unser Bub. Nee, das kann man nicht sagen. Ich habe halt immer mit dem Gewicht zu kämpfen. Dann wird es aber Zeit, dass du einmal gewinnst. So, ihr werdet euch frisch machen wollen nach der Reise. Ich komme nach. Ja. Bis gleich. Da logieren wir. Wo schläft denn der Onkel? Der schläft im Gästezimmer, da hat er Platz genug. Das Badezimmer ist da, Handtücher habe ich hingelegt und Nachtmahl ist in einer halben Stunde. Ah, ja, vielen Dank, wir werden uns beeilen. Na du, wer ist denn das? Meine Tante. Auch zu früh verstorben. Hat der Bub gemalt mit 13 Jahren. Ein früher Schuhmann. So begabt war er damals. Ja, langes her. Hätte was werden können aus ihm. Aber er hätte ja nach Berlin gehen müssen. Bei uns wäre er schon längst Professor. Dann hätte ich ihn aber nicht kennengelernt. Niemand entgeht seinem Schicksal. Ist es gestattet? Ich habe ein paar Rosen geschnitten zur Begrüßung. Ein paar ist gut. Vielen Dank, die sind aber schön. Vorhin war der Strauß nur halb so groß. Ja, vorhin habe ich unseren Familienzuwachs ja auch noch nicht gekannt. Sehr schön. Oh je, die Haxen! Euch steht etwas bevor. Die Josefa hat sich vorgenommen, alle seine Lieblingsspeisen zu kochen. Möchtest du noch? Danke, Liebling. Danke. Du, Onkel? Nein, danke, ich hab auch genug. Also, ich nehme noch was. Was diese Topfenpalatschinken. Ich staune. Schmeckt aber auch wirklich wunderbar. Aber am Abend passe ich immer ein bisschen auf. Sehr richtig. Du hast ja gesehen, wie wenig ich gegessen habe. Seit 47 Jahren bemüht sich jetzt die Josefa vergebens, mich mit ihren Kochkünsten umzubringen. Bei dir hätte sie mehr Chancen. Einmal wird man sündigen dürfen. Einmal schon. Aber wer weiß, was Josefa morgen kocht. Keine Angst, Angie. Morgen entgehen wir. Ich lade euch ein zum Heurigen. Oh, schön. Da freue ich mich. Schlaft euch gut aus, damit ihr frisch seid. Und frühstücken könnt ihr morgen natürlich, wann ihr wollt. Wann stehst du denn auf? Ich? Um 6, wie immer. So früh? Weil du bist doch jetzt pensioniert. Tja, die Macht der Gewohnheit. Geändert hat sich für mich im Ruhestand nur eins. Ich kann mich jetzt nach dem Mittagessen für eine Stunde hinlegen. Im Amt habe ich um die Zeit nie richtig schlafen können. Jedenfalls nicht im Liegen. Was machst du denn jetzt so den ganzen Tag? Och, ich hab meinen Garten. Da gibt's genug zu tun. Und dann gleich hier um die Ecke ist eine Wäscherei. Die gehört drei Schwestern. Im Übrigen noch recht knusprige junge Damen. Da schaue ich hier und da hinein. In die Bücher, meine ich, damit sie nicht zu viel Steuern zahlen müssen. Na, erlaubst du jetzt, dass ich abräumen lasse? Ja, bitte. Ja. Josefa. Die Josefa glaubt allerdings, dass ich mit allen dreien etwas habe. Na, das ist natürlich sehr schmeichelhaft für mich, aber so lasse ich sie in dem Glauben. Wie hat's geschmeckt? Wunderbar. Na, Käse ist ja noch alles da. Na, sowas. Jetzt habe ich vorhin die halberte Kalbshaxen ausgetragen müssen. Drei Knödel sind nur gegessen worden. Dabei sitzen drei Menschen am Tisch. Und die Topfenpalatschinken hat es kaum angerührt. Und da möchte ich wissen, was erst gegessen wird, wenn es nicht schmeckt. Ich glaube, wir haben Josefa gekränkt. Ach. Aber ich glaube wirklich nicht mehr. Ich schon. Ihr habt mich nur beherrscht. Ich bin richtig stolz auf mich. Machst du noch das Fenster auf, Liebling, bitte? Ja. Jetzt wollen wir nämlich die Mücken herein. Mhm. Aber ich habe Sehnsucht. Nach unserem schönen Schlafzimmer. Moment. Ah, ist doch schon fast wie zu Hause. Hm? Ich liege gerne in deinem Arm. Das will ich aber stark hoffen. Was ist denn? Was ist denn? Was denkst du denn? Weißt du, ja, die Kinder. Ja, ja, ich habe bloß überlegt, ob die da auch gut schlafen können. Also meines Wissens haben sie nie unter Schlafstörungen. Ja, aber in so fremder Umgebung, alles neu. Angie, deine Kinder sind bei ihrem Vater bestens aufgehoben. Ja, ist ja schon gut. Ich bin ja schon still. Ach, ja. Weißt du was? Nee. Morgen zeige ich dir wieder. Schön. Was denn? Hörst du nicht? Eine Mücke. Ja. Ist. Moment, Moment. Mal am Flug. Hast du erwischt? Nein, du bist gestartet. Ich schaffe es wieder. Mit dem Gehör geht das nicht. Mann. Mist. Nicht? So, wo ist sie? Sehe ich. Warte.
Da, da oben an der Decke. Nimmt Richtung auf uns. Ja, ach, die, die stirbt das Licht mehr. Licht, ja. Und ein Blut. So eine Blut. Bietet Peter Kaltenbauer um 22:20 in den Club 2. Unter dem Titel Chile. Sie gehen noch aus, Herr Sektionschef? Wird ein Resümee über zu spät in der Nacht? Ja, ich mache noch einen kleinen Verdauungsspaziergang. Was sicher zu verdauen haben. Ein Sport ist gegen Sie ein Vielfraß. Tun Sie doch nicht so scheinheilig. Wieso? In der Wäscherei ist noch Licht. Ah ja? Wenn Sie schon nicht an sich denken, dann denken Sie doch an die armen Mädchen. Wenn Sie die mitten in der Nacht besuchen, dann kompromittieren Sie sie doch. Ja, da haben Sie ja vollkommen recht. Ich hätte ja auch längst wieder geheiratet. Was? Aber ich habe da ein gewaltiges Problem. Ich kann mich nicht entscheiden. Sie gefallen mir alle drei. Es scheint, Sie würden sich freuen, wenn bei uns die Vielweiberei eingeführt werden tät. Ja, damit wäre ja mein Problem gelöst. Herr Sektionschef, was ist aus Ihnen geworden? Aber Josefa, ich habe doch nur einen Spaß gemacht. Trauen Sie mir denn so etwas wirklich zu? Ihnen schon. Was ist jetzt schon wieder? Schon wieder eine Mücke. Das ist wirklich. Wo ist sie? Da, da oben an der Decke. Da komme ich nicht drauf. Und dieses Mutter weiß das. Die lacht sich jetzt sicher tot über mich. Schön wär's. Aber nicht das Latschen. Ja. Dich krieg ich. Warte, dich hol ich runter. Warte, du. Luna, du. Wenn man meinen Neffen so anschaut, dem lacht ja förmlich das Glück aus den Augen. Wann haben Sie ihn denn angeschaut? Sie haben doch nur Augen für die junge Frau. Ui, meine Lieblingssendung. Before we begin. Josefa! Nicht so laut! Thank you. Sie stören doch das junge Paar. Sie sind doch noch ganz erschöpft von der Reise. Erschöpft von der Reise. Hat sie irgendwo nicht vertraut? Jetzt nervös. Kommt schon runter. Latschen, zeigen schnell. Hier. Jetzt. Erwischt. Nein, ich kann diese Viecher nicht leben lassen. Sonst will ich morgen zerstochen. Den Nadel kissen. Auf mich stürzt sich jede Mücke. Empfiehlt mich dann weiter an die ganze Familie. In Berlin ist es ja ganz besonders schlimm. Also mein Blut muss irgendeine Delikatesse sein. Ja, nicht, was die daran finden. Wie nervt? So. Ich habe mir gedacht, ich beginne hier mit der Führung. Also an dieser Stelle wurde vor 160 Jahren ein großer Mann geboren. Es ist falsch. Das war zu diesem Zeitpunkt war er ja noch ein Baby. Der Johann Strauß. Sehr schön. Siehst du? Hier wurde Franz Schubert geboren. Hier? Auch eine Sehenswürdigkeit. Mhm. Mein Geburtshaus. Also die Gedenktafel, die wird erst später angebracht, wenn ich etwas berühmter bin. Sag's dir gar nichts. Ich schweige ergriffen. Mit Recht. Tja, damit... Ist die Führung beendet? Nein. Ich habe das Wichtigste vergessen. Oh. Stephansdom. Wollen wir da hinaufgehen? Von oben hat man einen schönen Blick über Wien.
Gibt es da einen Fahrstuhl? Nein. Aber 343 Stufen, nee, lieber nicht. Wer weiß denn das? Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, schon in Berlin. Du, ist es noch weit bis zu unserem Wagen? Das ist ein ganz schönes Stück. Aber wir fahren. Ah ja. Schaukelt ganz schön. Lustig, was? Fährst du gern mit dem Fiaker? Gott, das letzte Mal bin ich damit gefahren zur Firmung. Ist auch schon eine Weile her. Allerdings. Du bist ganz schlecht. Du musst aussteigen. Ich glaube, Wien gefällt dir überhaupt nicht. Doch, alles, Liebling. Entschuldige. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mir ist ganz komisch. An Josefas guter Küche liegt es bestimmt nicht. Ja. Wahrscheinlich daran, weil die Kinder nicht da sind. Nein, nein. Ich bin so gern mal mit dir allein. Also, üblicherweise fährt man ja auf Hochzeitsreise ohne Kinder. Halten Sie an, bitte. Noch immer besetzt? Ja, dann versuch's doch gleich noch einmal. Aber langsam, bitte. Bei uns muss man immer ganz langsam wählen. Immer noch. Also, ich möchte bloß mal wissen, mit wem wir da so lange reden. Ja, wo ist denn Tom? So? Ja, aber das hat doch keinen Sinn. Ist dein Vater in der Nähe? Ja, dann hol ihn mal ans Telefon. Ja, tja, ich warte. Heiß ist da drinnen, was? Ja, kann man sagen. Ja, guten Tag, Herr Graf. Sieh, das ist doch wirklich schade, dass die Kinder nicht... Ja, schadet da doch niemand etwas vom Urlaub. Pass auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Was? Mir? Aber nichts zu machen. Vielleicht ist die Leitung gestört. Rufst heute Morgen wieder an. Aber dann gleich in der Früh, da kommt man am besten durch. Na, möchtest du vielleicht doch ein Stückchen von dem Kuchen haben? Nein, danke, lieber nicht. Ich lasse ihn dann nur liegen, es wäre ja schade drum. Seit Tagen geht das so. Zuerst habe ich großen Hunger und dann kriege ich keinen Happen runter. Außerdem fühle ich mich wie zerschlagen. Wenn du dir nur nicht ein Virus eingefangen hast, willst du nicht doch zu einem Arzt gehen? Unserem Dr. Rudolf kann ich dir sehr empfehlen. Wenn es dich bald besser wird, werde ich wirklich zu ihm gehen. Gut, dann melde ich dich an. Mir sagt er zwar immer, es macht ihm gar keinen Spaß, mich zu untersuchen, weil ich so entsetzlich gesund bin. Hoffentlich machst du ihm nicht mehr Freude. Naja, ich hoffe doch, das geht bald vorbei. Also jetzt reden wir von was anderem. Weißt du, dass ich mich ganz schrecklich auf heute Abend freue? Ich war noch nie in meinem Leben beim Heurigen. Langsam, Angie, langsam. Also ich staune. Was guckt ihr denn so besorgt? Mir geht's gut, richtig gut, endlich mal wieder. Ich fühle mich herrlich beschwingt. Also kein Wunder, das ist schon das zweite Glas. Aber noch lange nicht das letzte. Ja. Danke. Aber Angie, du hast doch heute kaum etwas gegessen. Du, ich glaube, es wird Zeit, dass ich uns etwas hole. Nein, 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 das mache ich. Du bleibst bei deiner Frau. Ja. Wenn ich nicht schon so verliebt wäre. Deinen Onkel könnte ich mich verlieben. Prost, aber auf uns. Trink nicht so schnell. Ich bitte dich, der Wein ist nicht so leicht, dass er sich trinkt. Aber wir sind doch nicht hierher gekommen, um nicht zu trinken. Und nimm doch mal einen richtigen kräftigen Schluck. Nein, ich will einen klaren Kopf behalten. Ich muss morgen in die Stadt, ich habe eine geschäftliche Besprechung. Auf unserer Hochzeitsreise? Ja, für ein paar Stunden kann man die ja unterbrechen. Vormittag versahen wir sowieso nichts. Ich muss ja auch ans Geld verdienen denken. Was denn? Warum drehst du dich denn andauernd? Und ich nicht? Dabei. Ach, Liebling, ich liebe dich, ich liebe dich. Du liebst mich überhaupt nicht. Aber ja, natürlich. Na ja, schau, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Damit komme ich wohl zu spät. Was wird denn noch? Nein, danke. Wir brauchen nur noch eins. Ein Taxi nämlich. Noch einen Kaffee? Ah, nein, nein, danke. Keinen Brummschädel mehr? Ah, ah, oh, ah, Kopf kann ich aber noch nicht bewegen. Na endlich! Wo warst du denn? Ich war schon so in Sorge. Vorhin habe ich in der Toskana angerufen. Wozu? Entschuldige, Werner, ich hab's nicht länger ausgehalten. Und als wenn ich's geahnt hätte, da war so eine Italienerin am Apparat. Ich hab sie nicht richtig verstanden. Ich glaube, sie hat gesagt, die Kinder sind gar nicht mehr da. Das
ist ja auch schwer möglich. Man kann ja an zwei Orten nicht gleichzeitig sein, ne? Was ist denn? Was ist denn mit dir? Bist du krank? Hast du dich gestohlen? Ja, gestern an einem Weinglas. Hat das wehgetan? Nein. Wie kommt ihr denn hierher nach Wien? Na, Werner hat uns doch geholt. Mit dem Porsche. Wir haben alle abgehängt. Also, um ehrlich zu sein, der Transport war eine gemeinsame Aktion zwischen Bernie, mir und der Eisenbahn. Wie? Mit der Bahn seid ihr auch gefahren? Der Werner hat uns ja das Reisegeld geschickt. Telegrafisch. Wann? Megana, gestern, nachdem ich mit Ihnen gesprochen hatte. Du? Ja, war auch etwas besorgt. Da warst du der so lange telefoniert hat. Also es hat euch dann nicht gefallen? Überhaupt nicht. Das hatte ich fast befürchtet. Schreckliche Gegend. Langweilig. Das ist was für Frau Rabe. Überhaupt keine Action. Das ist nicht nur was los. Und im Swimmingpool war auch keins. Das gibt's nicht. Kaputt. Aber am schlimmsten war die Tussi. Was ist denn für eine Tussi? Papis neue Freundin. Ach, eine schreckliche Ziege. Musste immer vorn sitzen. Die kann man vergessen. War die nicht nett zu euch? Doch. Und wie? Richtig rangeschmissen hat die sich an uns, aber wir haben die links liegen lassen. War der Papi nicht wütend? Der hat das doch gar nicht gemerkt. Ich glaube, Papi ist richtig verliebt. Und wie er die angesehen hat. Ich konnte gar nicht mehr hingucken. Weißt du, was die beiden gemacht haben? Nee. Händchen haben die gehalten. Tatsächlich? Das war richtig peinlich. Ja. Naja, ich bin. Das soll vorkommen. Sie hat gesagt, Papi will sie heiraten. Das kann er uns doch nicht antun. Eine wildfremde Frau. Ja, Moment. Eure Mutter hat mich ja auch geheiratet. Ich bin ja eigentlich auch ein wildfremder Mann. Quatsch. Du doch nicht. Du bist doch der Werner. Uiuiui, darauf kannst du dir was einbilden. Sag mal, was wird denn Onkel Rudolf dazu sagen? Ich meine, dass die Kinder jetzt auch noch hier sind. Den habe ich vorbereitet. Mit dem Schlafen wird es ein bisschen eng werden. Aber ist ja nur für eine Nacht. Wieso nur für eine Nacht? Jetzt kann ich ihm nicht zumuten. Nein. 5 Personen. Tja. Und wo fahren wir dann hin? Nach Hause. Auf prima! Der Bub hat sich leicht gemacht. Bringt sich 3 erwachsene Kinder ins Haus. Naja, er war schon immer ein bisschen bequem. Dazu nicht. Zugemacht. Als ich? Der Thomas geträumt, er ist Fußballer. Und der Hans hat er mich getreten. Wie geht's dir denn? Ach, nicht gut. Ich muss mal wissen, was mit mir los ist. Ja, du gehst dann morgen zum Arzt. So fahr ich mit dir nicht nach Hause. Und was machen die Kinder inzwischen? Daniel geht mit Onkel Rudolf zu den Lipizzanern und die Jungs können ja hier spielen. In meinem Küchengarten, meine schönen Gewürze. Wir dachten, das ist Unkraut. Unkraut? Mein ganzes Rosmarinkraut hat's zusammentrampelt. Ist du da, ist das? Ich warte hier heraus, dachte ich. Ich glaube, die Ordination ist im ersten Stock. Auf was geh lieber spazieren, wer weiß, wie viele Patienten noch vor mir dran sind. Ja, gut. Was ist denn? Ist das Spiel schon aus? Ich hab keine Lust mehr. Wann fahren wir denn? Ja, bald. Ah, guten Tag, Herr Schumann. Danke sehr, Jack. Ihre Söhne? Diese Ähnlichkeit, besonders der Große. Ganz der Herr Papa. Woher kennt er dein Papi? Mann, der meint doch Werner. Ach so, der dachte, wir sind deine Kinder. Ja. Du merkst aber auch alles. Ja, es hätte ja sein können. Wenn ich eure Mutter früher kennengelernt hätte? Hast aber nicht. Naja, gehörst doch so zu unserer Familie. Du, Werner, kannst du mir Geld borgen? Ich will mir was kaufen. Wie viel denn? Moment mal. Mann, ist das teuer hier. Nein, das darfst du so nicht sehen. Das sind ja österreichische Schillinge. Weißt du, musst du 7:1 rechnen. Eine Mark, 7 Schilling. Da hast du, den Rest kriege ich zurück. Ha? Danke. Bitte. Ach, Herr Schumann. Ach, also nein, also Ihr Sohn, na die ganze Frau Mama, Gott lass sie selig ruhen. Ja, Frau Mama, Sie hatten immer schon ein scharfes Auge. Wem soll ich denn noch alles ähnlich sehen? Hattest du sehr viele Verwandte? Ja, wir waren eine große Familie. Aber wenn es dich stört, da hier, kauf dein Eis. Danke. Na, die
ganze Frau Mama. Gehegt und gepflegt hat er die Gräuter. Monatelang. Und gegossen. Hat sich gefreut. Da kommt so ein Kind. Noppe ist den Erdbodenkirsch. Ah, wir hätten uns das trauen sollen. Unsere Mutter hätte uns ein Watschen geben. Oder zwei. Durchgewolkt hätte es uns. Nichts zu essen hätten wir gekriegt. War kein Strudel. Aber die heutige Erziehung, das ist ja keine Erziehung. Die heutige Jugend hat ja keine Achtung. Gewürze und Kräuter, das kennen sie ja nur vom Tiefkühlen her. Warum schützen Sie denn so? Hast du jetzt verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Ist auch besser so. Ich mache einen Strudel. Immer wenn ich eine Wut habe, mache ich einen Strudel. Und da habe ich dann bald keine Wut mehr. Ich brauche keinen Psychiater. Sie sprechen genauso wie Werner. Nur etwas österreichischer. Hier. Was ist denn das? Für Sie. Für mich? Ja, wegen vorhin. Rosmarin. Ja, aber leider nur getrocknetes. Das ist aber lieb. Magst du einen Kuchen? Immer. Immer. Ein Dialekt habt ihr in Berliner Sauce. Na endlich, ich dachte, der behält dich gleich hier. Nee, das ist Gott sei Dank nicht nötig. Du, entschuldige, Werner. Ich bin ein bisschen durcheinander. Eigentlich hätte ich auch selber drauf kommen können. Worauf? Ja, was hat der Doktor gesagt? Was ist es denn? Das wissen wir noch nicht so genau. Wir haben ein bisschen früh. Entschuldige, das ist ein Arzt. Der muss wissen, was dir fehlt. Fehlen tut mir gar nichts. Im Gegenteil. Meine Magenverstimmung liegt jedenfalls nicht an Josefas guter Küche, sondern eher an unserem schönen Schlafzimmer. Was hat dein Zustand mit unserem Schlafzimmer zu tun? Du, Werner, du Liebling, du hast dir doch immer eine ganz große Familie gewünscht. Wir sind dabei, uns zu vergrößern. Was? Ja? Nein! Ah! Ich bekomme, wir bekommen ein Kind! Du weißt gar nicht, was du mir für eine Freude damit machst. Wieso ich dir? Du bist doch auch daran beteiligt. Ich könnte in die Luft springen. Lieber nicht. Du musst dich jetzt schonen als werdender Vater. Nein, du musst dich schonen. Also Werner, vergiss nicht, es ist mein viertes Kind. Ja, aber das dritte ist jetzt schon so lange her. Du bist etwas aus der Übung. Also endlich ein Kind, auf das ich mich in Ruhe vorbereiten kann. Die anderen habe ich alle so plötzlich bekommen. Wann ist es denn soweit? Also ein paar Monate musst du dich schon noch gedulden müssen. Geht die Bauerei wieder los. Wieso? Ja, wir haben keinen Platz für das Kind. Ja, und was hältst du vom Gästezimmer? Oh ja. Ein bisschen eng wird's werden. Eine Sardinenbüchse ist ein schlecht besuchtes Theater dagegen. Ich habe euch einen Strudel einpackt. Oh, für die Reise. So, alles dann. Alles dann, danke vielmals. Danke schön. Wiederschauen, Josefa. Wiedersehen. Ciao. So. Jetzt geht's los. Liebe Kinder sind's. Ja, aber eins möchte ich wissen. Der Bub hat mich doch nach Berlin eingeladen. Nächstes Jahr wollten Sie doch reisen. Ja, das habe ich auch vorgehabt. Aber vorhin hat er mir gesagt, ich möchte ihn so bald wie möglich besuchen. Dabei haben wir uns doch eben erst gesehen. Warum pressiert es ihn denn auf einmal so? Na, vielleicht denkt er, je eher, desto besser. Schließlich sind Sie ja auch nicht mehr der Jüngste. Hat jetzt irgendjemand hier noch einen Wunsch? Nein, noch nicht. Gut, also dann einsteigen. Es wird heute sehr heiß werden. Komm. Den Rest der Ferien müsst ihr jetzt aber in Berlin verleben. Komm. Na und? Zu Hause ist doch auch ganz hübsch. Und in 12 Monaten haben wir wieder große Ferien. Dann verreisen wir aber gleich alle zusammen, die ganze Familie. Die ganze Familie in 12 Monaten? Müssen wir ja einen Bus nehmen.